Hey Leute und herzlich willkommen zum allerersten Video auf meinem Kanal im Jahr 2021. Ich komme auch endlich mal wieder dazu, mich vor die Kamera zu hocken. Und zwar dachte ich euch, ich nehme euch heute einfach mal mit dabei, wie ich mein Bücherregal umsortieren werde. Wie ihr seht, oder ja, ich denke mal, ihr könnt es erkennen, ist es aktuell nach Farben sortiert. Das gefällt mir auch rein optisch wirklich richtig gut. Ich finde es echt so das Highlight von meinem Zimmer irgendwie, weil mir das wirklich sehr gut gefällt. Ich habe das seit letztem Jahr, so glaube ich, in den Osterferien habe ich das gemacht. Und ja, ich dachte mal, es ist jetzt mal wieder Zeit für was Neues, weil zum einen möchte ich mein Bücherregal mal wieder Staub wischen. Also da bildet sich so vor den Büchern schon so eine Staubschicht und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, das ein bisschen zu putzen. Und dafür ist es eigentlich praktischer, finde ich, wenn man alle Bücher einmal rausräumt, auch wenn das echt Arbeit ist. Aber dann dachte ich mir, wenn ich schon mal dabei bin, alle Bücher rauszuräumen, kann ich sie auch eigentlich nochmal wieder neu sortieren. Also auch wenn mir das wirklich gut gefällt, wie es ist, aber ich finde es auch cool, generell einfach immer mal wieder so ein bisschen was anderes zu probieren. Beziehungsweise ich hatte sie, bevor ich sie farblich sortiert habe, halt nach Thema und Genre sortiert und das werde ich jetzt auch wieder machen, aber seitdem sind natürlich ein paar neue Bücher dazugekommen, ich habe auch ein paar aussortiert oder vielleicht werde ich jetzt bei der Gelegenheit auch noch ein paar aussortieren, von denen ich merke, okay, die will ich eigentlich gar nicht mehr hier stehen haben. Genau, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch aussortieren möchte und warum ich auch das so ein bisschen alles jetzt hier neu umräumen möchte, ist, dass ich dieses Harry Potter Regalfach da habe. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Perspektive gerade erkennen könnt, aber da ist ein Regalfach einfach wie so ein kleiner Harry Potter Schrein eingerichtet, weil ich halt eigentlich ein ziemlich großer Fan der Reihe war, aber da sich die Autorin ja inzwischen mehrfach transfeindlich geäußert hat auf Twitter und ich glaube auch noch auf anderen Plattformen, möchte ich damit einfach nichts mehr zu tun haben, sage ich mal so. Also ich möchte die hier nicht mehr stehen haben, also weil ich die Autoren einfach in keiner Weise supporten möchte. Also weder dadurch, dass man die irgendwie im Hintergrund bei Videos oder Bildern sieht, noch sonst wie. Und ich würde die Bücher eh nicht mehr lesen oder die Filme schauen jetzt, weil das für mich einfach einen bitteren Beigeschmack hätte, selbst wenn die Bücher selber ja nicht unbedingt was mit ihren transfeindlichen Äußerungen zu tun haben. Aber ich weiß nicht, ich finde das einfach, ja, verdirbt mir persönlich so ein bisschen die Freude daran. Und ich bin in letzter Zeit ja eh nicht mehr so ein großer Fantasy-Fan, habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal erwähnt. Von daher passt das ganz gut. Und dann dachte ich, wenn ich das wegräume, ist da aber so eine Lücke und dann trifft sich das ganz gut, wenn ich es einfach mal neu sortiere. Und ja, ich werde euch das Endergebnis dann natürlich auch zeigen, also so ein Vorher-Nachher-Bild. Und dann könnt ihr mir ja mal schreiben, wie euch das so gefällt. Und lasst mich auch gerne wissen, wie ihr euer Bücherregal so sortiert. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's! Inzwischen fertig, wie ihr gesehen habt. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt was anderes anhab und das Licht eventuell auch ein bisschen anders ist, das liegt einfach nur daran, dass es gestern Abend noch relativ spät geworden ist. Also ich habe ja erst abends angefangen mit dem Umräumen und Putzen und so. Und dann haben wir halt noch irgendwie erst Abendessen gegessen und dann noch was auf Netflix geschaut. Und dann war es einfach schon echt spät und dann dachte ich, ich mache das einfach jetzt weiter und ja, bin jetzt halt fertig geworden. Ich bin auch echt zufrieden. Es ist natürlich erstmal jetzt eine Umstellung so von dieser schönen farblichen Ordnung zu halt dem, was jetzt eventuell farblich gesehen ein bisschen chaotisch wirkt. Aber dafür findet man inhaltlich die Bücher halt auch wieder besser wieder, hoffe ich jedenfalls. Und ja, wenn euch nochmal so eine Art Bookshelf-Video interessieren würde, also so ein Bookshelf-Update, wo ich halt auch zu den einzelnen Büchern schon so ein bisschen was sage, könnt ihr das auch gerne mal kommentieren. Ich weiß nicht, die werden dann immer relativ lang oder ich mache halt mehrere Teile. Habe ich auch schon mal gemacht, aber seitdem hat sich ja auch ein bisschen was getan in meinem Bücherregal. Also vielleicht wollt ihr da auch noch ein Update, dann lasst mich das gerne wissen. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dem Video und habt noch einen schönen Tag. Tschüss! Da 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 da